Ja, wir machen mit unserer kleinen Lotte weiter, liebe Zuschauer. Wir sind ja das Frühstücksfernsehen mit dem Hund. Und Lotte ist eben viel, viel mehr als unser kleines Maskottchen, sondern Lotte sorgt auch dafür, dass wir hier morgens eine ganz bestimmte Stimmung haben. Vor allem sorgt sie dafür, dass es ihr gut geht. Aber das ist ja so ein bisschen das Besondere zwischen Hund und Mensch, das man manchmal gar nicht beschreiben kann. Das aber ganz offensichtlich auch unsere Zuschauerin Nancy Deinert erlebt hat. Sie ist nämlich ganz schwer krank geworden und hatte sich vorher einen Hund zugelegt, den kleinen Leo, einen Welpen. Und der hat ihr dann das Leben gerettet. Und wie das abgelaufen ist, ist ganz, ganz wundervoll und unbeschreiblich. Und deswegen haben wir sie besucht. Nancy Deinert und ihr Leo sind unzertrennlich. Das Schicksal hat die beiden vor 3 Jahren zusammengeführt. Da ist der American Staffordshire Terrier noch ein Welpe. Leos Vorbesitzerin wollte ihn ins Tierheim geben, weil der Hund epileptische Anfälle hat. Was mich so berührt hat an dieser Begegnung mit diesem Hund, das war, ja, als müsste ich ihn mitnehmen, als hätte er mich gefunden und ich hätte ihn gefunden. Das war Liebe auf den ersten Blick, das ist Seelenverwandtschaft, wenn man das so nennen darf, zwischen Mensch und Tier, das war schon aufregend. Nach einer Woche Probezeit darf Leo bei Nancy einziehen. Schnell merkt die gelernte Altenpflegerin, dass sie einen besonders sensiblen Hund vor dem Tierheim gerettet hat. Er hat Angst im Dunkeln, er hat Angst vor Katzen, er hat alles, es macht ihm einfach alles Angst da draußen. Dieser Hund ist unwahrscheinlich menschenbezogen, liebevoll, gibt ganz, ganz viel. Und wie viel Leo zu geben imstande ist, erfährt Nancy nur 6 Monate später. Da wird bei ihr ein Hirntumor diagnostiziert. Sie bekommt eine Chemotherapie und Bestrahlungen. Leo weicht nicht mehr von ihrer Seite. Dann habe ich mich hingelegt, weil ich dann einfach wirklich für mich eine halbe Stunde Ruhe brauchte. Und ganz am Anfang fing er an, er legte sich dann auf meinen Schoß. Er legte sich in meinen Arm. Und man muss dazu sagen, dass Leo früher nicht das Kuscheltier war, was man so von Hunden kennt. Aber ab dem Tag der ersten Bestrahlung hat er eine unwahrscheinliche Nähe aufgebaut. Leo wird zu Nancys wirksamster Medizin. Er ist ihre Aufgabe, ihr Angelpunkt im Leben. Denn Leo leidet auch wie sein Frauchen. Und so gehen Leo und Nancy durch die schwere Zeit gemeinsam. Eine große Entlastung für Nancys Mann Gerd, der kann sich berufsbedingt kaum um seine kranke Frau kümmern. Leo war halt für sie da. Leo hat ihre Stimmung aufgenommen, Leo hat gekuschelt, wenn es ihr schlecht ging. Leo hat dafür gesorgt, dass sie nicht depressiv auf der Couch liegt, sondern dass sie tatsächlich raus muss, weil der Hund muss ja nun mal raus. Können Hunde wirklich heilen helfen? Professor Volker Tschuschke ist Psycho-Onkologe und hat sich mit der Wirkung von Tieren auf Krebspatienten beschäftigt. Hunde oder Tiere, die dem Menschen sehr zugewandt sind, weil sie so auf den Menschen gezüchtet worden sind oder geprägt worden sind, sind bedingungslos gute Begleiter. Menschen sehen in ihnen authentischere Hilfe, als sie vielfach bei Freunden oder Bekannten finden. Sie stehen bedingungslos sozusagen zu ihnen. Und das spüren Betroffene sehr. Nancys Tumor ist zwar immer noch da, aber er hat aufgehört zu wachsen. Der 41-Jährigen geht es den Umständen entsprechend gut. Ihr Fazit nach 3 Jahren mit ihrem Leo? Ich habe sein Leben gerettet, damals, als ich ihn gefunden habe, so würde ich es betiteln. Und dann hat er mein Leben gerettet. Das ist auch für mich heute noch immer noch der Leitsatz, seitdem ich diesen Hund habe. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Jetzt hat die Frührentnerin nur noch einen Wunsch für sich und ihren Leo. Gemeinsam alt werden.